Wespennest. Oder mein Schulterblatt. Alles schon gehabt. Trichter? Ein Trichter eigentlich. Nicht kleckern, sondern klotzig persönlich. Ja, das Motto kennen wir auch schon bereit zu Genüge. Ein Schild. Dieses Schild hat mehr Beachtung. Ich meine, und sie trinkt Bier. Ein Dartpfeil? Ich brauche kein Ziel. Ich bin bereit. Luftballons. Nein, der Tag. Moment. Warte nochmal. Das muss nicht Und was ist mit dem Feuerlöscher? Der ist so schwer, ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Feuerwehrschrank? Da ist nichts mehr zu holen. Aber kann man da vielleicht irgendetwas reintun? Vielleicht die Fußfessel? Okay. Strike! Gut, sind wir einen Schritt weiter, aber was machen wir mit den Handschellen? Die Verbrechensrate hat in den letzten Jahren so ungefähr seit meinem Ach, zum Glück ist dafür die Jugendkriminalität. Okay. Ich glaube, das hat nichts damit zu tun, ne? Ach ja, er wollte ja noch irgendwas. Da besteht keine Flucht. Ja, doch. Ich versuche. Nein. Hebe nach unten. Versuche mal das, vielleicht klappt das mal. Ja. Hebe nach unten, weil da ist jetzt... Klappe. Ahaha, okay, gut. So, Leute, jetzt kommen wir hier mal ein Stückchen weiter. So, den Dietrich. So, lasst mich mal überlegen. Ein Dietrich. Wofür? Für den... Genau, für den Artschrank, natürlich. Entweder in... Wir gucken jetzt mal erstmal in diesen. War das der? Nein, das war es nicht. Was passiert überhaupt, wenn ich das so mache? Achso, passiert nichts. So, weil wir hier haben, wir haben ja hier noch einen Artschrank. Ich hasse Spritzen. Zum Glück bin ich mittlerweile immun gegen Tetanus. Aber wir haben Spritzen. Ich frage mich, wie das Zeug schmeckt. Bisher habe ich es immer nur direkt ins Herz bekommen. What the fuck, was hast du denn da? Aufputschmittel, Spritze, sehr schön. Leute, es geht voran. Yes, yes, yes. Sehr gut. So, und dann brauchten wir den Dietrich noch für... Da müssen wir ins... Haus von Toni gehen. Ich klicke jetzt mal ein bisschen schneller, damit wir hier mal ein bisschen vorankommen, weil wir gurken hier seit Part für Part darum. So, Dietrich. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Was? Nicht einmal damit? Ist das überhaupt ein richtiger Dietrich? Nee, es ist ein falscher Dietrich. Gott sei Dank. Verdammt! Okay, mit dem Dietrich geht das leider nicht. Egal. Da müssen wir wohl noch was anderes finden. Was konnten wir denn noch mit dem Dietrich machen? Irgendwas war noch. Ich glaube, mit den Spritzen können wir doch eigentlich die Flüssigkeit. Also, es hört sich absurd an, aber. Ich meine. Mit der Spritze wird das nichts. Ich suche mir besser ein anderes Gefäß. Okay. So,
So, was haben wir denn alles? Ein Dietrich, Aufputschmittel, Spritzer. Was könnten wir denn noch so alles aufbrechen? Oder was sollten wir alles noch aufbrechen? Vielleicht das Handschweißgerät, um das Rohr zu befestigen? Das sitzt auch so schon fest. Stimmt doch gar nicht. Ins Rathaus, da müssen wir nicht. Gehen wir nochmal nach Wenzel und verpassen ihn eine Spritze. Er wüsste damit nichts, er weiß ja nicht. Aufputschmittel brauchen wir als Zutaten. Dietrich. Warte mal, wir gehen mal in den Keller. Da gibt's aber rein gar nichts mehr zu machen. Okay, in den Keller brauchen wir eigentlich nicht mehr zu gehen, aber ins Badezimmer. Oder ich suche das passende Schlüsselloch. Wie das passende Schlüsselloch? Da war doch noch irgendwas zu knacken. Es war einmal der Arztschrank. War da hier irgendwas am Stier? Oder am Auto? Toro! Heben! Irgendwas war doch noch zu knacken. Zu knacken. Wenn ihr wisst, was ich meine. So, Donis Haus, gab's da noch was? Nein. Bei Wenzel gab's auch nichts. Vielleicht hat ja Toni irgendwas Interessantes. Ich brauche dringend ein paar Zutaten. Wenn nichts mehr im Kühlschrank... Nein, ich meinte... Das Thema ist beendet. Verdien dein eigenes Geld. Ich muss weg. Ja. Das sage ich schon, aber du... Kann man da irgendwie schon was reinfüllen oder kann man... Die Spritze schon mal... Auf der Spritze steht nur zur Blutabnahme. Als ob man dafür ein extra Gerät bräuchte. Alles schon probiert. Das Einzige, was wirklich gegen Toni hilft, ist ihr Beruhigungsmittel. Vielleicht noch ein Aufputschmittel. Kaputt. Habe ich eh nicht mehr gebraucht. Ich frage mich, wie das Zeug schmeckt. Bisher habe ich es... Kann man das schon dazugeben, oder... Aufputschmittel. Gut. Ich müsste mal kurz das Rezept lesen. So, also, heiße Bohnen haben wir, schwarzes Pulver und besonderes Aufputschmittel. Das können wir jetzt zum... Kaffeepulver verarbeiten? Oder brauchen wir das noch? Keine Ahnung. Wir brauchen jetzt belebende Flüssigkeit, energiereiches Wasser. Das ist die Batteriesäure, wofür wir einen Behälter brauchen, und klares Wasser. Belebende Flüssigkeit. Aber mit der Mühle kann ich ja jetzt nichts machen, ne? Ich nenne die Mischung Rufus Schonungslos, der Jungfrauenkiller. Oder Retter? Nein, Killer klingt cooler. So, Kaffeepulver. Okay. Dann hätten wir schon mal das Kaffeepulver. Wasser. Ja, jetzt brauchen wir halt nur noch Wasser und diese Säure. Können wir das Kaffeepulver irgendwie schon benutzen? Auf der Spritze steht... Nein. Mit Liebe gemahlen. Mit Liebe gemahlen, ja, das denke ich mir auch. Können wir das schon unserem Kumpel bringen?
Warte mal, wir haben noch hier ein geschlossenes Fach und einen Tank. Können wir das schon im Tank lagern? Na, da müssen wir es nicht mitschleppen. Das bitte. Pulver kommt offenbar in dieses Fach da. In das hier. Das Pulver habe ich schon mal. Gut. Dann fehlt jetzt nur noch das Wasser. Achso, das soll zusammengemischt werden zum Wasser und das kommt dann in diesen Tank hier. Okay, jetzt verstehe ich's. Aber ich meine, eins haben wir schon gefunden. Hennig, warte mal, haben wir hier noch? Das geht doch nicht mehr, oder? Oha! Achtung! Sprengung! Ich finde das so witzig. Entschuldigung. Sprengungsplan können wir eh nichts mehr machen. Und zur Notfallstation müssen wir, glaube ich, nicht mehr. Wir müssen jetzt nur noch mit Wenzel. So. Hey Wenzel, was gibt es? Was gibt dich? Ich will mein Erbe zurück. Vergiss es einfach. Ich will mein Erbe zurück. Vergiss es einfach. Vergiss es einfach. Vielleicht kannst du mir helfen. Worum geht es? So, Aufputschmittel haben wir, schwarzes Pulver haben wir, klares Hast du eine Wasser. Idee, woher ich klares Wasser bekomme? Klares Wasser? Sowas gibt es doch nur in Legenden. Na und? Mein Vorhaben ist ja auch legendär. Der Legende nach hat dein Vater eins klar auf dir. Mann, das wäre allerdings, er verlässt immerhin hat vielleicht. Na gut, okay. Ich glaube, wie du meinst, bis später. Genau. Den gleichen Müll, ich brauche wirklich. Ich brauche irgendwie einen Behälter, aber ich habe hier bisher nirgendwo eins gesehen. Kann man. Versuche jetzt nochmal was. Besser nicht. Ich könnte ein alles schon gehabt. La la la. Ton ist la. Oh. Was passiert eigentlich da? Das habe ich noch nie ausprobiert. Von wegen Arbeit. Sie sitzen, das kann ich auch. Kann man das mit dem roten Vorhang dicht machen? Ich kann Toni doch nicht einfach mit Sachen bewerfen. Ohne Zielhilfe würde ich sie glatt verfehlen. Das würde sie nur noch wütender machen. Willst du mich etwa auf eine Idee bringen? Ich kann Toni doch nicht. Ohne Zielhilfe würde ich sie glatt verfehlen. Das würde sie nur noch wütender machen. Ich kann Toni doch nicht ohne Ziel. Das würde sie. Das bringt mich jetzt nochmal auf eine Idee. Die würde ich gerne jetzt noch einmal ausprobieren und danach muss ich auch den Part beenden, weil meine Platte sonst voll ist. Weil Creativerse hat wirklich sehr viel. Sehr, sehr viel Speicher eingenommen, weil so eine Stunde, die schlägt ganz schön, ja, aufs Gemüt. So, wir gehen jetzt mal erstmal hier hin und dann nehmen wir mal einen Ballon. Ich kann ohne Ziel, das würde sie... Ohne Ziel, ich bitte... Die Werbung versuchen muss... Vielleicht die Färbung. Ich ohne Ziel, das würde sie nur. Das heißt. Wir müssen doch hier vor irgendetwas tun. Hehe, durch das Fenster könnte ich aber da draußen. Kann man den roten Vorhang vielleicht an die Stange hängen? Für Deponia ist der Vorhang schon die Aft. Anscheinend nicht. Einen roten Vorhang eher geben? Das würde sie nur noch wütender machen. Ihr ein Schild verpassen? Es bringt nichts, Toni einen Spiegel vor. Sie wird sich ihr bösartiges... Wie kann man nur... Ein Dartpfeil ihr geben? Das würde sie nur... Ein Zahn? Alles schon probiert. Das eins...
Eine Handschweißbrenner. Was hast du da? Reicht es dir etwa noch nicht, mein Haus mit deinem Müll vollzustopfen? Musst du ihn jetzt auch noch an meinen Arbeitsplatz schleppen? Eigentlich wollte ich dir eine kleine Freude machen. Dann stirb einen schnellen Unfalltod. Zünde die Coupons. Finger weg. Ist ja gut. Oder die Haken. Die Sache hat schon einen. Sie braucht nicht... Okay, da reagiert sie... Was hast du da? Reicht es dir? Musst du... Eigentlich wollte ich... Dann stirb ein... Dann bekommst du einen betäubten... Keine... Kapital. Toten... Schon gut, dann... Tu das. Eine Wartenummer. Was hast du da? Reicht? Musst du... Eigentlich wollte... Dann stirb... Ich habe wirklich keine Idee, das müssen wir dann mal im nächsten Part üben. Ich versuche jetzt nochmal meine Wartenummer mit seiner zu tauschen. Du blockierst die Warteschlange. Na und? Solange ich keine Wasserader gefunden habe, brauche ich da nicht aufzutauchen. Warte mal, wenn wir hier jetzt das Wasser reinschießen... Die Frage ist, ich meine, wir haben es ja schon mehrmals versucht, ne? Wir können hier auch nur an den Kaminofen. Warum auch immer. Ein Trichter. Nicht kleckern, sondern dich per... Aber hier passiert rein gar nichts. Ich weiß nicht. Das muss nicht umgeführt. Das muss nicht um. Das muss nicht um. Der Trichter würde ein hervorragendes Blasrohr abgeben. Nur dem Pfeil fehlt noch das gewisse Etwas. Verstehe. Aha. Au! Jetzt habe ich blödes... Das ergäbe sicher ein grandioses Allzweckwerkzeug. Ach, ist doch was für... Oder ich suche das... Verstehe. Das muss nicht... Aber den Trichter, den kann man doch irgendwie... Benzel hat eine Schutzge... Kann man das vielleicht damit abmontieren? Benzel hat eine... Benzel hat... Ja... Benzel hat ein... Benzel hat eine... Er kommt gar nicht zu Wort. Benzel hat... Das Rohr... Darüber lassen sich die Häuser mit Wasser befüllen oder mit flüssigem Stickstoff, je nach Fluchtplan. Zum Wassertank. Rohr. Wir müssen auf jeden Fall hier was machen. Das weiß ich. Zuschweißen, komm. Benzel hat... Ja, Benzel hat eine Klappe. Das sitzt auch so schon fest. Kannst du nicht irgendwie mit einem Dietrich? Oder mit einer Spritze? Hehe, gib mir all dein Blut, willkürlich ausgesuchter Gegenstand. Verdammt. Dann bohren wir uns doch hier mal kurz was rein. Ich kann doch nicht die städtische Tri... Oh, nanu. Nein, hier ist Handarbeit gefragt. Da fehlt verdammt noch irgendwas. Ich mach jetzt so, mach ich so. Nun gut, im nächsten Part werden wir uns dann um Wenzel kümmern, solange gieße ich das Ding voll, bis der Stein da
gefällt. Und ja, wenn euch der Part gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch. Ihr könnt ja in den Kommentaren ja ein paar Hilfestellungen geben, wenn ihr möchtet. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Auf Wiedersehen. Ciao.